Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei uns auf dem Kanal. Heute geht es um Rainbow Six Siege und zwar um drei Trophäen, hauptsächlich um die Standhaft-Trophäe, wo ihr 100-mal erfolgreich einen beliebigen Verteidigungsmodus meistern müsst. Und dies könnt ihr wunderbar kombinieren mit Terroristenjäger in Durchschlagsfähig. Was ihr da für genau tun müsst, das zeige ich euch jetzt hier im Video. Ihr müsst jetzt hier einmal auf die Einstellungen gehen. Dann müsst ihr gucken, dass ihr Geiselbeschützen anhabt. Ich habe das hier mal markiert, so das muss ich ausmachen. So, ne, Geisel, hier ist alles okay. Das auch alles. Genau, das lassen wir alles. Na gut, Geisel sichern kann man drin. So. Was haben wir hier noch? Genau, und dann spielen wir Präsidentenflugzeug. Nur das Präsidentenflugzeug, weil da gibt es halt einen Bereich, den man da super spielen kann und wo ihr da nicht von so vielen Seiten angegriffen werdet. So, wir spielen Einsamer Wolf auf Normal. Das heißt, wir brauchen auch keine anderen Leute. Das machen wir alles von ganz alleine. Zu den Operator würde ich sagen, wir spielen hier den Mute. Als erstes gehen wir ins VIP-Schlafzimmer, wählen das natürlich aus, weil das ziemlich mittig liegt. Dann nehmen wir uns halt den Mute vor. Schade, lädt jetzt gerade nicht so gut. Na gut, dann muss ich euch das so über die Ausrüstung zeigen. Nehmen uns den Mute und dann nehmen wir hier die Schrotflinte, ganz normale Handgun und das Nitro-Handy. Eine Schrotflinte ist halt gut mit einem Schuss Kill. Und wie das jetzt alles funktioniert, das zeige ich euch jetzt hier. Sobald ihr hier startet, kommen die Gegner halt nur aus diesem Bereich. Ja, und das heißt, unser Interesse ist erstmal, diese Ecke hier abzumuten. Müsst ihr hinten rechts den Rand gucken, dass er eckig ist. Genau. Legen wir einen hier hin. Und einen legen wir hier, dass er die Ecke abdichtet. Und um mehr brauchen wir uns um diese Wand hier nicht kümmern. Dann rennen wir hier wieder raus, müssen hier draußen noch einen Mute setzen, weil sie hier nämlich auch durchbrechen von der anderen Seite und machen die Wand hier einfach zu mit einer Tür. Das hat einfach den Grund, wenn die Gegner dann quasi von hier hinten kommen, dann können sie sonst das Mute-Dings da kaputt schießen, das wollen wir nicht. Hier machen wir ebenfalls zu, dann haben wir eigentlich schon die halbe Miete erreicht. Ich gehe mal ganz gerne rüber, mache hier unten nochmal alles dicht. Falls die Gegner wirklich nochmal reinkommen, ihr C4 werfen müsst, dass ihr dann in der nächsten Runde nicht nach unten durchfallt. Und dann mache ich hier einfach die Wand zu und mache mir hier ein Guckloch. So, und dann warte ich einfach immer nur. Warte, bis die ganzen Wellen kommen. Dann kommen sie hier teilweise von rechts. Das hört man auch sehr, sehr gut mit Headset, von wo sie kommt. Da ist schon der Störsender. Ne, habe ich gut gemutet. Da geht's los. Da kommen sie von links. Zwei. Also teilweise kommen sie von links zu dritt. Oder manchmal auch zu sechst. Und von rechts kommen auch drei. So, und ihr seht schon hier mit Schrotflinte ist das total easy. Also geht das richtig einfach. Da, wieder Störsender. Und jetzt kommen sie hier von rechts. Eins. Zwei. Drei. Die Bedrohung wurde eliminiert. Ja, das war es eigentlich. So, das war quasi die erste Runde. Ne, ich mache immer die Tür immer ganz gerne neu zu, weil ich habe immer ganz gerne eine neue Tür. So, und hier mache ich dann hin und wieder auch noch mal zu, weil das kann doch noch mal vorkommen, dass draußen dieses Mute-Gerät doch noch irgendwie zerschossen wird oder falls ihr mal ein C4 werfen müsst und dass er dann halt nicht die Wand kaputt macht. Ja, was ich euch hier eben noch zeigen wollte, ist, ihr könnt hier vorne auch noch durch das Bett schießen. Ne, da gehen auch die Kugeln durch. Das heißt, da könnt ihr halt Durchschlagskraft, durchschlagsfähig, könnt ihr hier auch noch mit kombinieren. Das heißt, wenn ihr da ab und zu mal auf den Gegner schießt, durch das Bett, kriegt ihr dafür auch den Geschossdurchschlag. Und hier nochmal ein kleiner Tipp für die Runde 4. Wenn ihr dann hier draußen kommt, ihr seid in der Welle 4, dann kommt ja auch der große Bomber. Da oben müsst ihr auch aufpassen, ne, dass oben die Decke, da kommen sie hinten wieder auch wieder durch. Schmeiße ich immer rechts da das C4 an die Wand. Falls es mal doch ein bisschen enger, ein bisschen brenzliger wird. Ja, weil diese Terroreinheit mit dieser ollen Maske, der ist echt widerstandsfähig. Ja, den musst du ja wirklich mit dem Headshot, mit der Handgun oder so genau zwischen die Augen schießen. Wenn du von hinten auf ihn schießt oder so, bringt das nichts. Du musst ihn da echt durch seine Maske vorne schießen. So, und da kommen sie schon wieder. Zack. Ihr müsst natürlich auch immer gucken, dass ihr mal zwischendurch nochmal nachladet.
Ist immer ganz gut, wenn man kurz Luft hat. Da ist er der nächste. Da ist er, den, von dem rede ich hier. Am besten Headshot. Das ist immer top. Und wie ich dann eben schon sagte, man kann ja mal versuchen, das hier ein bisschen zu kombinieren. Hier könnt ihr kurz hochhüpfen, wenn sie kommen. So, und dann könnt ihr hier durchrotzen, ne? Dann kriegt ihr dann auch den Durchschlag, den Geschossdurchschlag. Und den zählt dann natürlich auch mit, auch wenn ihr verliert. Ne, selbstverständlich, auch wenn ihr verliert. Ne? Also wenn es dann nicht jedes Mal klappt, ist es auch nicht ganz so schlimm. Ne? Oder wenn ihr alle anderen Trophäen habt, bloß mit dem Geschossdurchschlag noch nicht, ne? Dann könnt ihr auf diese Weise halt, macht ihr dann eure 3-4 Kills oder so, lasst ihr euch abschießen. Ne? Je nachdem, wie weit ihr das halt erschafft, bis die Trophäe kommt. Oh, da kommen wir hier rein. Gut, ja, und das war's. Auf diese Art und Weise, denke ich mal, schafft ihr wohl die 3 Trophäen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen da, empfehlt uns weiter. Ich hoffe, das ist ein bisschen hilfreich für euch. Und ja, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bald kommt Red Dead Online. Ich denke, da wird es bei uns auf dem Kanal auch wieder ein bisschen mehr von uns zu sehen geben. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Lasst ein Däumchen da, wie gesagt, schreibt was Nettes unter. Und wir sehen uns. Haltet die Ohren steif. Bis dann.